Friede sei mit euch und Friede sei in euch. Shalom. Wenige Sekunden reichen aus, um diese kleine Nachricht in die Welt zu bringen. Der Name des Schöpfers des Himmels und der Erden, der Name des Schöpfers aller Lebewesen, allen Seins, der Name, der über allen anderen Namen steht, geformt aus den vier althebräischen Buchstaben Yod, Hei, Wah, Hei. Yod, Hei, Wah, Hei wird ausgesprochen in seiner korrekten Form der Aussprache Yahuwah. 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 Der Name, der über allen anderen Namen auf Erden steht, die Rettungsfrequenz für jeden Menschen. So steht es geschrieben. In der Tora, in der Bibel, in vielen Textdokumenten. Man findet diesen Namen in vielen Kirchen, die vor 1700 gemäß des gregorianischen Kalenders gebaut wurden. In vielen Textdokumenten, in den Rollen von Qumran, im altjüdischen Wissensmanuskripten, im Griechischen oder auch in anderen orientalischen Sprachen. Doch dazu später mehr. Heute geht es nur um den Namen des Schöpfers. Und damit jeder weiß, wie es geschrieben wird, möget ihr auf dieses kleine Schild schauen. Es sind die Buchstaben Yod, Hei, Wah, Hei. Oben in Althebräisch, 3.500 Jahre alt, in der Mitte Yod, Hei, Wah, Hei im aramäischen Hebräisch, 2.500 Jahre alt. Und unten in den Buchstaben, die wir heute in der westlichen Welt benutzen, um Worte zu schreiben, zu formen. Das Wort Yahuwah bedeutet, ich bin, ich war und ich werde sein. Einige unter euch werden nun sagen, warum hat er ein Dreieck in der Hand? Nun, es ist ganz einfach. Der Buchstabe Dalet im Althebräischen ist ein Dreieck, ein geformtes Dreieck. Dalet, Dalet, Dalet. Und Dalet steht im Althebräischen für Tür oder Tor. So steht auf der Tür der Name Yahuwah. Nun, wisst ihr den richtigen Namen des Schöpfers? Ja, Yahuwah. Ist es nicht wunderbar, endlich den Namen zu wissen? Und endlich zu wissen, was das Wort Halleluja bedeutet? Halleluja aus dem Hebräischen preiset und ja, die ersten beiden Buchstaben des schöpferischen Namens. In komplettierter Form müsste es heißen Halleluyahuwah. Preise den, der da ist, der da war und der da sein wird. Nun, meine Freunde, wisst ihr den Namen des Schöpfers? Ob ihr nun gehorsam seid, gemäß der 10 Gebote, und seinen Namen nicht verfälscht, sondern in seiner richtigen Weise anruft, muss jeder für sich selbst entscheiden. Denn unser Schöpfer gab uns den Eigenwillen und somit die Entscheidungshoheit darüber zu entscheiden, ob wir das Richtige tun oder das Falsche tun. Danke, dass ihr zugeschaut habt.
Danke und möge Yahuwah euch segnen mit Erkenntnis. Denn bedenkt bitte, was geschrieben steht. Und in den letzten Tagen, spricht Yahuwah, da werden meine Kinder meinen Namen erfahren. Und am letzten Tag, da soll es geschehen, wer immer meinen Namen anruft, der soll gerettet werden. Ferner sagt er, an jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lassen werde, dort will ich hinkommen und euch segnen. Nun, wir vertrauen ihn, oder? Mein Wesen, mein Geist vertraut ihm. Denn sein Ruach, sein Geist, liegt auf seinen Kindern und er führt sie dorthin, wo sie am Ende der Zeit sein soll. In diesem Sinne, alles Gute auf euch. Friede sei mit euch und in euch. Und bis zum nächsten Mal. Shalom.